Da bin ich wieder, eure Diria. Es geht weiter mit den Tierkreiszeichen und ihren Herrscherplaneten. Die letzten 6 Tierkreiszeichen sind heute dran. Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Steinbock-Wassermann und Fische. Zur Erinnerung, verstehen wir die einzelnen Planeten, begreifen wir auch die vielen unterschiedlichen und im Kern doch ähnlichen Aussagen, die es über die Tierkreiszeichen gibt. Die Herrscher der Tierkreiszeichen verraten uns, wie ihr Domizil, ihr Zuhause aussieht und welche Bedeutung sie haben. So, wir beginnen also mit der Waage. Der Herrscher der Waage ist die Venus, die ja ebenfalls im Stier herrscht. Gemeinsamkeiten haben diese beiden Tierkreiszeichen darin, dass sie ihre normalerweise friedfertige Natur und den Sinn für schöne Dinge des Lebens haben. Grundsätzlich aber sind die Unterschiede zwischen Stier-Venus und Stier bzw. Waage-Venus und Waage doch recht groß. Der Stier ist ein Erdzeichen. Seine Herrscherin Venus ist noch stärker auf körperlichen Genuss, Erotik und gutem Essen und Trinken ausgerichtet. Das Luftzeichen Waage und ihre Herrscherin Venus haben noch mehr die Verbindung, die Partnerschaft, das Teilen, die Harmonie und das schicke Aussehen. Aber auch Ästhetik und die Kultur im Sinn. Ebenfalls alle Attribute, die der Venus zugeordnet sind. Über den Skorpion herrscht Pluto, der gefürchtete Gott der Unterwelt. Er ist der Stirb- und Werdeplanet und mit tiefgreifenden Transformationen verbunden. Ein weiteres Pluto-Zeichen ist die Schlange. Sie häutet sich immer wieder und ist deshalb in indianischen Kulturen Symbol des ewigen Lebens. Menschen, die Pluto in ihrem Horoskop haben, durchlaufen tiefgreifende Wandlungszeiten in ihrem Leben, mehr als alle anderen. Der Herrscher des Schützen ist Jupiter. Der Planet, der mit Erfolg, Glück, Glaube und Reisen in Verbindung gebracht wird. Oft ist der Schütze ein sehr optimistischer und idealistischer Typ, der stets hoch hinaus will. Sie prahlen gern und sind von sich aus überzeugt. Nach oben kennen sie keine Grenzen. Im Steinbock herrscht Saturn, der Planet, der nur die Wirklichkeit in zählbaren, konkreten Ergebnissen kennt. Saturn will herrschen und den Ton angeben und stachelt den Ehrgeiz an. Deshalb sind Steinböcke realistische Menschen, die ihre beruflichen Ziele über alles stellen. Saturn, der alte, griesgrämige Mann, ist der harte, aber auch weise Mann im Leben des Steinbocks. Typisch für ihn ist die Ernsthaftigkeit und Verschlossenheit, die mitunter knöchrig und dunkel erscheint. Im Wassermann herrscht Uranus, der Rebell und Freiheitskämpfer, der Planet, der nur das Neue kennt. Ihm ist das Alte ein Gräuel. Typisch für den Wassermann ist, dass er einen Hang zu allem Modernen hat und wie Uranus einen Freiheitsdrang besitzt, der genauso widersetzlich und unberechenbar ist. Auf jeden Fall anders als andere anderen. Er ist sozial und ein großer Reformer der Geschichte. In den Fischen dominiert Neptun. Der Planet mit höheren geistigen Kräften und göttlicher Liebe. Er hat die Verbindung zu Musik, Kunst, im negativen Sinne auch mit Sucht, Betrug und Haltlosigkeit. Im typischen Fisch finden wir natürlich die gesamte Palette von Neptun, einen geistig hochentwickelten, spirituellen Menschen bis zum Obdachlosen, der unter der Brücke lebt. Allerdings besitzen sie einen
extrem feingeistige Kraft, das sie oftmals als realitätsfern erscheinen lässt. So, das war der zweite Teil der Tierkreiszeichen und das Zuhause der Planeten, wie sie sich kraftvoll bei ihrem Domiziltier auswirken. Ihr könnt es immer wieder anhören und so mancher wird es besser verstehen und auch den eigenen Charakter erkennen und somit die Erkenntnisse bekommen, warum habe ich so einen, meinen Charakter? Wollt ihr mehr über euch oder ein anderes Tierkreiszeichen, zum Beispiel von eurem Partner, wollt ihr das wissen, dann ruft mich an. Ich schaue und gebe dir die Antwort. Herzlichst, eure Derya.